Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu dieser ersten Ausgabe der Virtual Reality Short News hier in der Zockstube. In diesem Format möchte ich euch gerne die wichtigsten Neuigkeiten aus der Welt der Virtual Reality kurz und knapp zusammenfassen, sodass ihr einerseits top informiert seid und andererseits auch Zeit spart, weil ihr, um euch auf den neuesten Stand zu bringen, keine Artikel lesen müsst, aber auch nicht an einem 3-Stunden Livestream teilnehmen müsst. Hier bringe ich euch die News kurz und knapp auf den Punkt. In dieser Woche haben wir viele Informationen bekommen zu Meta, zur PlayStation VR 2, aber auch zu einem Spiel, was bei vielen, vielen sehr beliebt ist, nämlich Formel 1 2023. Und diese News möchte ich euch, wie gesagt, kurz und knackig in diesem Format präsentieren. Interessiert ihr euch darüber hinaus für Tutorials, wie ihr euer VR-Headset, insbesondere die Meta Quest 2 und die PSVR 2 noch besser machen könnt oder beispielsweise auch für aktuelle VR-Games, dann seid ihr hier in der Zockstube genau richtig, denn hier kriegt ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials zur PlayStation VR 2, zur Meta Quest und neben Reviews zu Games kriegt ihr hier auch regelmäßig Livestreams. Bevor es losgeht, möchte ich mich bedanken bei den Patreons und Kanalmitgliedern. Ihr seid absolut super und durch eure Unterstützung helft ihr mir natürlich, die Qualität der Videos in der Zockstube weiter aufrecht zu erhalten oder sogar zu verbessern. Ihr seid die Besten und ich wäre heute mit der Zockstube bei weitem nicht da, wo wir im Moment sind, ohne eure Unterstützung. Für all diejenigen, die sich informieren wollen über die Unterstützungsmöglichkeiten der Zockstube, schaut mal in der Videobeschreibung, da findet ihr alle entsprechenden Links. So, und jetzt lasst uns loslegen mit den Virtual Reality News. Formel 1 2023. Codemasters, eine Tochtergesellschaft von Electronic Arts, hat Formel 1 2023 angekündigt, das am 16. Juni 2023 für die PlayStation 4, 5, die Xbox One und Series X bzw. S sowie den PC erscheinen wird. Die PC-Version wird genauso wie die 2022er-Version die Virtual Reality unterstützen. Unklar ist jedoch, ob es auch einen VR-Modus für die PlayStation VR 2 geben wird. Die Entwickler haben außerdem die Rückkehr des Story-Modus Breaking Point bestätigt und ein verbessertes Fahrverhalten versprochen. Weiter geht es mit Neuigkeiten zur Meta Quest 2. Meta testet derzeit ein Feature für die Quest 2, das es ermöglicht, Browserinhalte im Hintergrund weiterzuhören und systemübergreifend zu steuern. Die Hintergrund-Audio-Wiedergabe funktioniert sogar in Virtual Reality Apps. Diese Funktion kennen viele schon von der Meta Quest Pro und sie soll jetzt womöglich auch bald auf der Meta Quest 2 erscheinen, vielleicht sogar schon mit Update 54. Allerdings ist ein konkretes Erscheinungsdatum noch unklar. Dann kommen wir zum Meta Quest Gaming Showcase. Am 1. Juni 2023 startet der Meta Quest Gaming Showcase. Meta verspricht die bisher umfangreichste Präsentation von Gaming-Inhalten in der Geschichte des Events. In der 40-minütigen Show werden Spielankündigungen, Gameplay-Premieren und Updates zu bestehenden Spielen erwartet. Möglicherweise bekommen wir Szenen aus Rockstars VR-Umsetzung von Grand Theft Auto San Andreas oder auch Ubisofts Assassin's Creed Nexus zu sehen. Seid ihr interessiert an diesem Gaming-Showcase, dann solltet ihr am 1.6. auf jeden Fall hier in der Zockstube die Augen aufhalten, weil wir nämlich einen Livestream planen und gemeinsam mit euch dieses Event gucken und kommentieren möchten. Dann kommen wir zu aktuellen Infos und der Gerüchteküche. Mark Zuckerberg hat bestätigt, dass die nächste Generation der Meta Quest, die wahrscheinlich die Meta Quest 3 sein wird, im Laufe des Jahres erscheinen wird. Dabei soll diese neue VR-Brille einsteigerfreundlich und erschwinglich sein. Die PlayStation VR 2 gab es in Deutschland bisher nur im Onlinehandel, soll bald aber auch beim Mediamarkt und Saturn beispielsweise verfügbar sein. Bei der VR- bzw. AR-Brille von Apple gibt es Gerüchte über die bevorstehende Massenproduktion. Bald könnte es also nach Jahren der Spekulation endlich soweit sein, dass das Produkt von Apple die Marktreife erreicht und vorgestellt wird. Das Update 53 für die Quest 2 und die Quest Pro. Das Update 53 bringt eine komfortable Option, eure Apps abzudaten, Wi-Fi 6E-Unterstützung für die Meta Quest Pro, Stereo-Audio für Videoaufnahmen, Elternaufsicht für Webseiten und einen neuen Privacy-Tab zur Datenverwendung. Ein ausführliches Video zu diesem Update findet ihr natürlich wie immer auch hier in der Zockstube. Schaut da einfach mal in der Timeline.
Dann kommen wir zur PlayStation VR 2 und die Nutzung am PC. Ein Team von Spezialisten namens Ivory hat eine weitere Hürde in einem Versuch genommen, die PlayStation VR 2 PC-kompatibel zu machen. Die Gruppe, die bereits einen Treiber für die erste PlayStation VR entwickelt hat, arbeitet daran, das gleiche für Sonys neueste VR-Brille zu erreichen. Die PSVR 2 stellt jedoch eine größere Herausforderung dar als die PSVR 1, da sie sehr viel komplexer ist und die erfolgreiche Entwicklung eines PC-Treibers Jahre in Anspruch nehmen könnte. Dennoch gelang es Ivory, die Authentifizierung zwischen der PSVR 2 und PS5 zu knacken, sodass das Headset nun denkt, es sei mit einer PS5 verbunden und vertraut damit dem PC. Trotz dieses Erfolges gibt es immer noch viele Hürden zu überwinden, bevor die PlayStation VR 2 vollständig am PC verwendet werden kann. Dazu gehören die Entwicklung von Treibern für die Sense-Controller und Sonys Inside-Out-Tracking-System sowie die Notwendigkeit einer GPU mit Virtual Link Port oder eines speziellen PSVR 2 PC-Adapters. Nächstes Thema: KI-Filter für Games. KI-Technologien könnten die Zukunft der Spiele-Remakes revolutionieren. Ein Reddit-Nutzer hat demonstriert, wie ein KI-Remaster des Spieleklassikers Vampire The Masquerade Bloodlines aussehen könnte, indem er einen auf Stable Diffusion basierenden KI-Videofilter verwendet. Diese Technologie könnte künftig dazu verwendet werden, um ältere Spiele optisch aufzuwerten und nahezu fotorealistische Ergebnisse zu erzielen. Und das waren aus meiner Sicht die wichtigsten Virtual Reality News aus der letzten Woche. Wollt ihr die nächsten Short News nicht verpassen, dann abonniert unbedingt die Zockstube, macht das Glöckchen an, denn nur dann habt ihr die Möglichkeit, dem allmächtigen Algorithmus zu entkommen und wirklich selbst auszuwählen, welche Videos ihr als nächstes schauen wollt. Hinterlasst außerdem mal einen Kommentar, welche News euch am besten gefallen hat und wie euch allgemein die VR Short News gefallen. Das würde mich persönlich sehr interessieren. Auch könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr in der nächsten Ausgabe hören möchtet. So, und jetzt sage ich mal, bis zum nächsten Mal, genießt die Virtual Reality und schaltet auch zum nächsten Video der Zockstube ein. Hier auf der rechten Seite findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, wie ihr eure MetaQuest noch besser machen könnt. Das Video links wird euch vorgeschlagen vom allmächtigen Algorithmus. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!